Heterogene Lernsettings, denke ich, muss man auf mehreren Ebenen sich angucken. Es geht eigentlich um die Frage, was erzählt wer, wem, wie. Also das heißt zum einen, es geht um den Lerngegenstand, es geht um den, der, es geht um alle, die am Lernprozess beteiligt sind, also die lehrende Person, aber natürlich auch die Gruppe. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, dass unterschiedliche Lernende und Lehrende mit unterschiedlichen Materialien arbeiten. Ja, es gibt unterschiedliche Heterogenitätskriterien, von denen wir sprechen. Zu uns kommen ja zum einen Gruppen, also Schulklassen, die im schulischen Kontext kommen, aber auch Gruppen, die im außerschulischen Lernkontext kommen. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Dann gibt es Gruppen mit unterschiedlichem Alter. Wir kommen, also hier kommen Fünftklässlerinnen genauso wie Leute aus der 12. Klasse her. Dann gibt es aber natürlich auch Gruppen mit unterschiedlichen besonderen Bedürfnissen, also Leute, die Lernschwierigkeiten haben oder Leute, die nicht hören können, Leute, die nicht sehen können. Und dann kann man darunter aber durchaus auch noch fassen, dass die Gruppen eben unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Das können das kann sein, dass die einen männlich, die anderen weiblich sozialisiert sind. Das kann sein, dass sie vielleicht Migrationserfahrungen haben. Das kann sein, dass sie in unterschiedlichen Stadtteilen von Berlin leben. Das Wichtige ist, denke ich, die lernen, das am Anfang auch zu fragen. Also ihre Erfahrungen, die unterschiedlich sind, die heterogen sind, in den Lernprozess einzubeziehen und ihre Erfahrungen auch eben in Bezug auf dieses Thema, das man gemeinsam besprechen möchte, zu dem man gemeinsam lernt, in Beziehung zu setzen. Historytelling hier bei uns im Anne-Frank-Zentrum bedeutet immer mit den Quellen. Also die Quellen stehen zuerst mal im Vordergrund. Wir haben als Quellen zum einen natürlich das Tagebuch von Anne Frank. Das will kritisch reflektiert sein, weil das Tagebuch von Anne Frank erzählt natürlich aus der Perspektive von Anne Frank. Sie erzählt über die anderen Untergetauchten und zum Beispiel Fritz Pfeffer, der bei ihr im Zimmer ist, kommt da ganz besonders schlecht weg. Wir haben aber genauso Briefe auch von Fritz Pfeffer, wo er als liebender Familienvater, liebender Partner eben auch beschrieben wird oder sich selbst, also aus dieser Quelle eben herauskommt. Und ganz wichtig als Quellen sind natürlich auch die vielen Fotos. Wir haben über 400 Fotos von Anne Frank, persönliche Fotos von Anne Frank und ihrer Familie. Und da haben wir eben auch schon wieder ein Quellenproblem in der Erzählung. Hier hinter mir sehen Sie Anne Frank in einer glücklichen Kindheit in Frankfurt. Aber die Franks mussten eben 33, 34 Frankfurt verlassen, ins Exil gehen nach Amsterdam. Und ganz banal, die traurigen Gedanken, die Überlegungen kann man auf den Fotos nicht sehen. Und so ergänzen wir hier in der Ausstellung zum Beispiel die Fotos dann auch durch persönliche Dokumente, durch Briefe von Edith zum Beispiel, die an ihre Familie in Deutschland schreibt und schreibt, wie sehr sie vermisst und wie viel lieber sie in Deutschland leben würde. Digitale Medien setzt das Anne-Frank-Zentrum vielfältig ein, und zwar mit unterschiedlichen Zielen. Wir haben zum Beispiel zur Vorbereitung eines Ausstellungsbesuchs eine Zeitleiste, die von unserem Partner, dem Anne-Frank-Haus, erarbeitet wurde. 100 Jahre Familie Frank. Das ist für auch heterogene Lerngruppen attraktiv, weil da gibt es ganz viele Bilder, ganz viele Informationen. Man kann sich das eben, sich da seinen eigenen Weg durchsuchen und sich erstmal informieren in einer Form, die eben attraktiv ist, weil es eben sehr viel über Bilder und kleine Filme läuft. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Rundgang durch das Hinterhaus, der ist so von der Ästhetik her vielleicht wie ein Video. Also man klickt auf einen Punkt und dann öffnet sich eine Tür und man sieht eben die einzelnen Räume und kann sich dort umschauen. Und auch da ist eben die Idee, es gibt ganz viel Informationen, aber die Lernenden sitzen davor und können es dann, haben das selber in der Hand. Okay, was interessiert mich, was möchte ich vertiefen und was ist mir vielleicht nicht so wichtig? Das Wichtige im Umgang mit heterogenen Lerngruppen ist eigentlich, dass man eine große Palette hat an unterschiedlichen Zugängen, aber eben auch, wenn zum Beispiel das Thema gesetzt ist, weil ich das Thema wichtig finde oder weil es im Lehrplan steht oder was auch immer, da kann ich zum Beispiel am Thema Shoah oder auch am Thema Anne Frank, kann ich ganz verschiedene Schwerpunkte setzen. Und ich muss mir eben einfach davor überlegen, was ist für meine Zielgruppe relevant. Ist eigentlich auch selbstverständlich, dass man eben dann Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich eine Gruppe nicht so lange konzentrieren kann oder sowas,
Herausforderung, dass man damit umgeht. Und dann gibt es eben 5 Pausen anstatt einer Pause, also dass man eben da einfach flexibel ist. Das können wir als außerschulischer Lernort natürlich auch immer noch leichter tun. Bei uns, hier gibt es keine Noten, hier gibt es keinen festen Plan, der am Ende der Stunde erreicht werden muss. Deswegen können wir flexibel damit umgehen und uns eben sehr auf die Jugendlichen einstellen. Ich denke, die Haltung, es interessiert mich, du bist hier unser Gast und es geht darum, dass du etwas für dich mitnimmst, was relevant ist. Mit dieser Haltung haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer gewonnen.